Hallo, herzlich willkommen zu dem Video mit euren Fragen bzw. euren Aktien, die ihr von mir analysiert haben wollt. Das war jetzt aus dieser Woche fünf Stück. Und ja, da möchte ich jetzt einfach direkt mit starten. Ich werde das jetzt ein bisschen interaktiv mit euch durchgehen. Dann seht ihr zum einen, wie ich an so einen Kurs rangehe und zum anderen lernt ihr halt dann auch noch ein bisschen was mit gleichzeitig. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen angefangen, die Widerstandszonen einzuzeichnen. Und wir finden, also hier sieht man eigentlich, hier kann man auf jeden Fall das absolute High hier schon mal mit einem kleinen Widerstandszone aktivieren. Beziehungsweise man weiß einfach, hier ist schon mal so ein Punkt, der wurde auf das angelaufen. Dann hier ist auch mal ganz interessant hier in diesem Bereich, wie man sieht, hier diese Zone und dann hier unten nochmal, weil die ja dann hier auch recht oft angelaufen ist. Hier nicht so ganz perfekt, kann man dann, es ist halt eine sehr breite Range, ist dann vielleicht nicht so ganz optimal. Auch hier mit dem hier oben, das ist so ein bisschen sehr breit. Also muss man da noch mal im Detail sehen, aber hier in diesem Bereich kann auf jeden Fall eine Reaktion kommen. Der ist ein bisschen drüber gezogen, aber jetzt weiter nicht schlimm. Ich habe hier ein Allzeittief, können wir auch gerne noch mal beschriften hier. Allzeit-Low und dann auch in der Farbe Rot. Und dann sind wir erstmal soweit fertig und dann habe ich jetzt für von absoluten Low das Korrekturlevel mir gezogen und da befinden wir uns auch gerade. So, aus dem Hintergrund, dass wir da jetzt davon ausgehen, dass hier dieses ja quasi doppelt dieser doppelte Boden hier hält und das auch dabei bleibt, dann können wir davon ausgehen, dass hier dann auch der dieses Level hier hält. Und zumindest wäre das schön, ja. Dann würde das hier jetzt ja aufgehen, dann wäre das hier die erste Sequenz. Und wenn ich das jetzt hier mal so einzeichne, wäre dann unser Ziellevel dieser Bewegung hier oben in diesem Bereich bei 2 Euro. Und da wäre dann auch wieder unser ja, absolutes High. Und wenn wir das dann natürlich wieder brechen, haben wir jetzt schon öfters gesehen. Zum einen wieder dasselbe Spiel wie jetzt auch bei vielen anderen Aktien. Und ich sage es jedes Mal, wir starten in einem absoluten High, marschieren runter auf ein absolutes Low und dann kommt öfters immer wieder jetzt auch gesehen das absolute neue High nach einem absoluten Low. Muss nicht immer sein, das sage ich auch dazu. Es heißt jetzt nicht, dass das hier hält. Und das hier, aber im Moment sieht es gut aus, weil wir hier, ich denke nochmal hier mit dem Zeiger mache ich das immer ganz gerne. Wenn wir uns das hier anschauen, haben wir hier ein höheres Hoch gebildet und in Bezug auf diesen hier auch immer höhere Hochs. Von daher eigentlich eine schöner Verlauf und wäre auch eine, ja, von der Seite jetzt aktuell ein schönes Invest. Zugleich ist es ja auch immer ganz wichtig für uns oder beziehungsweise für mich, so wie ich es halt angehe, dass wir hier die 100% erreichen und dann wären wir hier bei 2,60 € und das ja, wäre dann erst der Fall, wenn wir hier dann das absolute High brechen würden. Aber wenn wir bis dahin kommen, dann ist das meistens auch möglich. So, weil dann hier für viele ein Kaufsignal entsteht. Na, auf jeden Fall, ja, ich würde hier jetzt dann aber auch noch mal abwarten, ob der Kurs dann hier nicht auch noch mal hier zurückkommt. Das heißt, wenn man hier spekuliert auf die 100%, es könnte sich ein bisschen zeitlich auch auf jeden Fall hinziehen, weil ich dann auch hier erstmal eine Korrektur sehen würde. Das heißt einfach mal, dass man den Kurs mal simuliert
Wenn das jetzt so ablaufen würde, dann wären wir hier, werden wir hier nochmal runterziehen und dann hier hoch, irgendwo hier in diese Bereiche. So, und das wäre so ein potenzieller Ablauf, erstmal von hier raus, sag ich mal, hier in den Bewegungen, hier hoch in diesen Bereich und dann hier nochmal die ganze Bewegung, die Aufwärtsbewegung korrigiert an dem Widerstand und dann mit neuen Käufern in dem Bereich dann hier hochziehen ins ja in unser Ziel der 100% Marke ist auf jeden Fall jetzt nichts, was unmöglich ist, aber zeitlich dann halt eventuell ein bisschen ja ein längere Prozedere, aber als solches in eine schöne Entwicklung. Bis zum jetzigen Zeitpunkt hier raus immer höher heiß gebildet. Und ja, wenn jetzt hier dann der Impuls kommen würde, dann denke ich mal, zieht er auch dann recht schön da hoch. Gilt es dann abzuwarten, ist natürlich keine Anlageempfehlung, ist nur eine reine technische Analyse. Aber ja, auf jeden Fall von der Seite schon mal ganz interessant. Und auch das Ablaufschema, wie ich schon gesagt habe, mit dem High und dem Low hier, würde das ganz gut zu den aktuellen Verläufen auch passen. So, dann haben wir noch die weitere Aktie hier im Power Clinics. So, da bin ich jetzt noch gar nicht vorbereitet für. Da muss ich auch sagen, wenn ich das jetzt mir so anschaue, ja, es ist jetzt kein schöner Kursverlauf auch. Da kann ich jetzt gar nicht so viel mit anfangen. Ich könnte natürlich hier sagen, wenn wir hier das absolute Low haben, dann würde ich jetzt hier das Ziellevel einzeichnen und dann wären wir hier in dem Bereich. Der kann natürlich weiter laufen. Das ist das Ziellevel ist, zeigt nur, wo er normalerweise reagiert und von daher ist es auf jeden Fall legitim, dass der da auch noch ein bisschen weiter hoch geht. Der kann auch noch weiter hochlaufen, nur es sieht mir so aus, als würde er hier korrigieren und dann würde ich hier jetzt diese komplette Aufwärtsbewegung nochmal korrigieren und das hat er bereits gemacht. Also wenn jetzt hier jemand Interesse hat, diese Aktie zu kaufen, er hat auf jeden Fall hier gerade eine Korrektur gemacht. Von der ersten Aufwärtsbewegung hier in Rot. Und von der Seite her ist er gerade in der Korrekturphase, das kann man sagen. Und kann jetzt dann hier, wenn man jetzt hier nochmal das Ziellevel anlegt, sagen wir aktuell wäre da dann hier bei ja, 60 Cent. Und das wäre ja eigentlich eine schöne Sache. Von der Seite aus jetzt gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, müsste ich mir auch noch mal den Wert als solches anschauen, was die so machen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Rein charttechnisch eine schöne Sache, muss man auch hier wieder sagen. Ist gerade im Korrekturlevel und von ja, 13 Cent auf 60 Cent wäre eine schöne Sache, auch wenn er hier nochmal hochläuft, als auch verdoppelt und wäre eigentlich von der Seite machbar. Wenn man jetzt hier reinschaut, haben wir hier die 100% erreicht und sind risikofrei investiert. Von daher ist das, ja, ist das eine Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, das Unternehmen, da sieht man was drin. Dann natürlich keine Anlageempfehlung, aber es ist machbar. Ja. Dann hatte ich noch eine Aktie Aston Martin. Die muss ich jetzt aber gerade mal suchen. Die hatte ich schon mal analysiert gehabt. Und zwar hier ist sie. Hat auch schön reagiert. Ich bin da nicht investiert, aber ich habe es mir schon mal analysiert gehabt und wenn man dann so im Nachhinein reinschaut, ist man dann doch auch immer sehr positiv überrascht, dass es immer so auch funktioniert hat. Ist natürlich nicht immer so und auch hier denke ich mal keine 100% möglich im Moment, aber von 60, ja, ist auf jeden Fall noch ein Schritt.
notwendig, aber der erste Impuls ist schon mal schön. Wir haben hier im Gegensatz zu diesem ein neues High gemacht und auch von dem Punkt hier ist er nicht noch mal tiefer gekommen. Von daher eigentlich gar nicht schlecht. Muss man schauen. Also auch hier haben wir das absolute Low und das absolute High ist bei ungefähr 6,50 €. Das heißt, da ist auch noch viel Potenzial. Zumindest halt, wenn man das jetzt so betrachtet, dass man hier das High betrachtet und da das Low, dann ist es weiter nach oben als nach unten. Und ja, mit dem Ziellevel hier oben ist es ja auch schon mal verdoppelt, ja. Von daher ist es für die Strategie ein Invest. Aber aktuell sind wir halt recht weit oben. Ich würde dann doch auch noch mal auf den Rücksetzer warten. Aktuell hat er schon reagiert und das wäre für mich dann jetzt kein Invest. Zumindest nicht hier oben, sondern eher dann wieder in dieser Zone hier. Ja, aber trotzdem auch eine nette Sache mit eventuell etwas ja, Potenzial nach oben. Dann Organovo hatten wir noch. Die Frage, da bin ich auch schon. Nee, nicht Organovo. Da bin ich auch schon investiert gewesen. Da habe ich es jetzt. Und ja, das ist natürlich ein Chart, der ist sehr auseinandergerissen. Und ja, hier oben den Einstiegspunkt bei 220 €, wenn man dem Ganzen trauen kann. Und dann hier komplett zusammengebrochen. Ich hoffe natürlich, dass der Kurs hier irgendwie eine gewisse, ja, Ehrlichkeit mit sich bringt. Wir haben hier das absolute Low. Ja, und daraus die erste Bewegung, die hat auch geglückt. Wenn ich das jetzt hier mal so einzeichne, hier war das Korrekturlevel in Blau. Das hat funktioniert. Und ja, dann kam die Bewegung von die Korrektur von dieser Aufwärtsbewegung in Blau und da habe ich dann meinen Einstieg gesucht. Ja, weil ich da an diese allgemeinen 3D-Geschichte glaube. Ich glaube auch immer noch dran. Ich muss halt hier jetzt mal gucken. Aber es ist jetzt für mich sowieso, ich bleib dabei, aber ja, der Einstieg war perfekt, aber aktuell will der Kurs nicht so, aber da muss man dann auch Durchhaltevermögen zeigen, weil hier gerade bei solchen, ja, Spekulationen ist man dann doch auch ja, mit einem längeren Zeithorizont auf jeden Fall verbunden und da muss man dann auch mit rechnen. Und ja, ich habe damit einem schnellen Kursgewinn gerechnet, weil er hier schön impulsiv reagiert hat und ich habe hier an die Formationen geglaubt, aber die Formationen, die funktionieren meistens nicht. Also da bin ich auch kein Fan von, aber man schaut sie sich ja doch auch immer noch an oder zeichnet sie ein, aber das ist jetzt nicht das Ausschlaggebende, warum ich investiere, sondern eher meine Korrekturen und dann in Verbindung mit meinem Chancen-Risiko-Verhältnis. Ja, denke ich mal, war das ein schönes Invest und wird hoffentlich auch noch ja, seine Arbeit leisten. Aber so viel dazu, da gibt es gar nicht so viel mehr zu sagen. Wenn man die Spekulation eingehen will, dann ja, soll man das gerne machen. Dann hatten wir noch Tat, war auch noch angefragt. Auch sehr schön. Ich habe es auch auf Instagram schon gepostet. Muss ich sagen, sehr schön. Also es ist traumhaft abgelaufen, wenn man so sagen. Also hier aus dem Low, die erste Sequenz, die war sehr lang, ja, die Aufwärtsbewegung, und die hat er jetzt aber schön korrigiert hier in Blau und auch wieder schön reagiert bereits im Korrekturlevel und ja, aktuell hier in der untergeordneten Aufbausequenz. Leider hier noch nicht das die Kauf Signal gegeben in dem Fall.
für den Aufwärtstrend. Leider um ganz wenige Punkte verpasst. Wirklich ganz knapp. Wollte gerade gucken. Aber ja, auf jeden Fall, wenn man jetzt hier den Einstieg findet, kann man auch die 100% mitnehmen. Ich kenne das Unternehmen nicht. Wenn man natürlich jetzt dann da besser drin ist und auch weiß, was die machen und daran glaubt, dann ja, Spekulation sind wir, glaube ich, überall in dem Bereich hochspekulativ mit Unternehmen, die vielleicht auch gar nicht ja, schon irgendwie auch Gewinne erzielen, weiß ich nicht. Aber von der technischen Seite her alle spannend, zumindest von der Analyse her. Und mal schauen, was da dann noch so kommt. Ich hatte jetzt die Woche Akasol auch auf Instagram gepostet gehabt, einfach nochmal als Beispiel. Es war ja wieder also richtig schön, also das wollte ich jetzt gerade nochmal dazu machen, auch wenn wir schon bei 16, 17 Minuten sind. Hier das absolute High gehabt, hier runter auf das absolute Low. Und jetzt hier den, wie ich schon gerade eben auch gesagt habe, hier die Reaktion am Widerstand. Hier dann runtergezogen, nochmal korrigiert und jetzt den Durchbruch geschafft und jetzt genau ins Ziellevel von der Aufwärtsbewegung von hier unten nach hier oben. Und jetzt sind wir genau hier. Also das Ziellevel wäre perfekt abgearbeitet worden. Und das ist eigentlich genau so ein Verlauf, wie ich ihn da ganz am Anfang vorgestellt habe. Wenn man sich das jetzt einfach nochmal bildlich merkt, ansonsten scrollt einfach nochmal zurück dann gleich. Ich wechsle gerade nochmal hier zu dem hier rüber. Das wäre eigentlich jetzt genauso der Verlauf wie hier. Ja, hier oben haben wir unser Ziellevel und hier an dem Widerstand wäre dann die Korrektur und dann hier hoch. Aber natürlich möchte ich da jetzt keine Euphorie schüren, muss jeder selber wissen. Ja, bis zum nächsten Mal. Sonntag gibt es die drei Aktien und am Samstag gibt es wahrscheinlich ein komplettes Marktupdate. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.